Sie sind hier 8. Januar 2019, 20.41 Uhr von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Stefan Baumeister feierte seinen dritten Weltcup-Sieg. Urheberrecht Getty Images. Beim Weltcup im österreichischen Bad Gastein ist Stefan Baumeister im Parallelslalom nicht zu schlagen. Für die deutschen Damen läuft es dagegen schlecht. Snowboarder Stefan Baumeister hat im ersten Rennen des neuen Jahres seinen dritten Sieg im Weltcup gefeiert. 3,5 Wochen vor Beginn der WM in Park City, USA, 1-10. Februar, setzte sich der 25 Jahre alte Sportsoldat aus Oberbayern im Finale des Parallelslaloms in Bad Gastein, Österreich, klar gegen Dario Cavise, Schweiz, durch. Es war das vierte Mal, dass Baumeister auf das Podest fuhr. Im März 2017 war ihm in Winterberg sein erster, ein Jahr später im türkischen Kayseri sein zweiter Weltcupsieg gelungen. Für die deutschen Snowboarder war es der erste Sieg im WM-Winter. Damen um Jörg Patzen. Die Olympia-Zweite Selina Jörg war dagegen als letzte von vier deutschen Frauen im Viertelfinale gescheitert. Sie verlor ihr Duell gegen Sochi-Olympiasiegerin Patricia Kuma, Schweiz, die am Ende Dritte hinter Alexandra Krol, Polen, wurde. Der Sieg ging an die bereits 45 Jahre alte Claudia Riegler, Österreich. Die Weltmeisterin im Parallel-Riesenslalom von 2015 ist damit die älteste Siegerin in der Weltcup-Geschichte. Nach der Qualifikation am Nachmittag hatten sich die deutschen Snowboarderinnen Hoffnungen auf ein zumindest gutes Mannschaftsergebnis machen dürfen. Insgesamt vier Frauen hatten sich für die K.O.-Runde qualifiziert. Für die Olympiadritte Ramona Hofmeister, Caroline Langenhorst Bischofswiesen und Cheyenne Loch. Konstanz war dann aber im Achtelfinale schon Schluss. Bei den Männern hatte nur Baumeister die Qualifikation überstanden. Sportinformationsdienst.